Hallo Leute, aus folgendem Anlass muss ich nochmal ein YouTube-Video machen, weil dummerweise hatte ich ein Virus auf mein Handy und ich musste mein Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen und somit ist natürlich WhatsApp weg, alles andere habe ich soweit wieder. Und ja, die Leute, die mich über WhatsApp halt empfangen haben, meine alte Nummer, die ist halt seit 3 Jahren nicht mehr gültig. Ich hatte ja zwischendurch mal eine tschechische und mal eine polnische und somit habe ich halt diese Daten verloren. So, jetzt kann ich halt nicht mehr die Leute schreiben über WhatsApp und ich muss halt schauen, dass ich irgendwo mal im Computer komme, dass ich da halt irgendwie Zugriff habe auf WhatsApp, dass ich da meine Daten eventuell wieder aufrufen kann und meine Telefonnummer ändern kann. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Weihnachten steht vor der Tür und ich bin noch nicht schlüssig, ob ich jetzt weiterziehe oder nicht. Vorerst mal werde ich mal hier bleiben, weil hier ist eigentlich richtig super mit Traktoren reparieren und Acker bestellen und sich um die Kühe kümmern. Wir haben jetzt eine Kuh, die kalbt jetzt bald und Schafe, die jetzt auch Lämmer bekommen bald. Die Schweine haben schon geworfen. Wir haben 13 Ferkel, aber das hatte ich ja im vorherigen Video schon erzählt. Ja, so jetzt erstmal kurzes Video. Und dann halt eben, ja, Silvester steht ja auch vor der Tür. In dem Sinne wünsche ich euch schon mal ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Und falls wir uns bis Silvester nicht sehen, natürlich auch ein Happy New Year. So Leute, das war jetzt erstmal wieder. Ich möchte halt nur, das habe ich jetzt halt nur gemacht, damit die Leute, die halt mich über WhatsApp empfangen haben und mir Nachrichten schicken konnten, Bescheid wissen, dass ich jetzt halt eben nicht mehr diese WhatsApp-Nummer habe. Ich habe zwar ein neues eingerichtet, aber da habe ich jetzt auch noch keinen drauf, weil ich die Telefonnummern ja auch nicht mehr habe. Ich musste ja sämtliche Telefonnummern, die sind ja auch weg, dadurch, dass ich das Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe. Dummerweise habe ich die nicht gesichert, ja, ich weiß, hätte man sichern können. Habe ich aber nun mal leider nicht. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, wie es weitergeht. Also Leute, nicht böse sein, die nicht, dass ihr meint, ich hätte jetzt euch aus WhatsApp rausgeschmissen oder so. Nee, das ist nicht so. Tut mir auch leid, aber es ging halt nicht anders. Ich musste da tatsächlich auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und somit ist der Fisch gegessen. So Leute, wie gesagt, wann es weitergeht, weiß ich noch nicht. Würde gerne noch ein Weilchen hier bleiben. Vielleicht bleibe ich ein Jahr, vielleicht bleibe ich auch länger. Und nach Indien, ich habe ja Zeit, ne? Mich treibt ja nichts. Der nächste Weg wäre eventuell über Afrika halt und runter bis Südafrika und dann mal sehen, wie dann so weitergeht. Aber ich werde euch weiterhin berichten, ihr werdet also meinen Verlauf weiterhin sehen. Und ja, das ist hier mein Zimmerchen, das kann ich euch auch nochmal zeigen, so ganz kurz, ne? Ganz kurz. So, ist also mein Bett. Jetzt bin ich aus dem Bild. Schrank. Tisch. Ach ja, und ich habe mir eine Avocado gezogen. Das heißt nicht ich, die habe ich geschenkt bekommen. Kann man die sehen? Kann man nicht sehen. Naja, so ein bisschen kann man sie sehen. Ja Leute, hier mal so ein Aussehen auseinandergebautes Radio. Habe ich mir wieder gangbar gemacht, damit ich ein bisschen Musik habe. Aber ansonsten ist es ganz schön hier. Also, wie gesagt, ich werde noch ein bisschen bleiben und dann mal sehen, wann ich weiterziehe. Aber ich denke mal, das wird so schnell nicht sein. Aber ihr werdet hier von dem Hof noch mehr von mir erfahren und sehen. Und ja, bis dann.
Frohe Weihnachten habe ich dir schon gewünscht. Alles Gute, wir sehen uns dann eventuell im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch. Euer Manfred, ciao.